Unser heutiger Talkgast ist eine Königin, so richtig mit eigenem Königreich und mit einem eigenen Thron. Und trotzdem werden Sie die nicht kennen, weil die ist nicht so in der Yellow Press vertreten. Eigentlich ist ja auch unsere Frau eine erfolgreiche Managerin, Unternehmerin. Ihre Liebe zu Afrika führte sie schließlich nach Ghana. Dort engagierte sie sich dann jahrelang für soziale Projekte. Und deshalb machten sie die Menschen dort zur Königin. Und das auf den Tag genau vor 3 Jahren. Und wir feiern heute sozusagen ein kleines Kronjubiläum. Willkommen, Ihre Hoheit, die Königin von Alawanyu in Ghana, mit richtigen Namen Cornelia von Wülfing. Herzlich willkommen bei uns im ZDF-Mittagsmagazin. Bevor wir miteinander über Ihre Arbeit in Afrika reden und über Ihr Buch, das Sie darüber geschrieben haben, stellt uns meine Kollegin Marietta Westphal unseren Gast erst einmal vor. Ihr Leben daheim in Hamburg als Unternehmerin und als Königin in Ghana. Es ist 3 Jahre her, dass aus der Hamburger Geschäftsfrau Cornelia von Wülfing Queen Mother Akosua I. wurde. Obwohl in Ghana Demokratie herrscht, gibt es daneben die traditionelle Ordnung der Könige. In einem aufwendigen Auswahlverfahren wurde Cornelia vom Stamm der Alawanyos auf Lebzeiten gewählt. Cornelia von Wülfing lag und liegt vor allem ihre damit verbundene soziale Verpflichtung am Herzen. Seit Jahren importiert ihre Firma Heilpflanzen von der westafrikanischen Küste. Die Alawanyos haben ihr immer sehr geholfen. Und so wollte auch sie Hilfe, die in ihrer Macht als deutsche Geschäftsfrau stand, zurückgeben. Der schwarze Kontinent mit seiner beeindruckenden Natur hat die Hamburgerin seit jeher fasziniert. Immer wieder hat sie ihn bereist, oft Kunstgewerbe mitgenommen, das sie in Deutschland verkaufte. Ein Teil des Erlöses brachte sie stets zurück, um ihn für soziale Belange, aber auch in Wasser- und Pumpensysteme zu investieren. Die Alawanyos dankten es ihr, indem sie ihr die Königinnenwürde antrugen. Das ist eine Art Bürgermeisterin, die für einen Clan von 40.000 Menschen zuständig ist. Alawanyo bedeutet übrigens, alles wird gut. Und ihren vollständigen Krönungsnamen, den sollte sie lieber für uns selbst aussprechen. Er bedeutet, die an einem Sonntag geborene Königin des Fortschritts. Ja, dieser königliche Name. Ich habe es vorhin bei den Proben mal versucht auszusprechen. Das ging sowas von schief. Sagen Sie ihn doch mal bitte. Ngui Fianyonu Akosua I. Was hieß das gleich nochmal übersetzt? Königin des Fortschritts, an einem Sonntag geboren. Wunderbar. Eigentlich wollten Sie diesen Königentitel von Alawanyo erstmal gar nicht annehmen. Warum haben Sie es dann doch gemacht? Ja, zunächst habe ich es abgelehnt, weil ich mir vorgestellt hätte, was die Deutschen, wenn ich zurückkäme, hier sagen würden, die es mitbekommen würden. Und ich habe gedacht, das wäre vielleicht ein bisschen lächerlich, wenn man das in Deutschland erfahren würde. Es könnte sich etwas lustig anhören. Und deshalb habe ich es eigentlich abgelehnt aus Scham. Hinterher habe ich mich allerdings dafür geschämt, dass ich so gedacht habe. Weil dieser Titel, der mir dort angetragen wurde, diese Ehre, ist wirklich eine große Ehre. Und heute bin ich sehr stolz darauf, dass ich ihn angenommen habe. Königin von Alawanyo. Welche Pflichten haben Sie denn da so als Königin? Ja, ich bin Königin des Fortschritts. Das bedeutet natürlich, wie mein Name schon sagt, den Fortschritt dorthin zu bringen. Ich bin so angekommen in Alawanyo und so werde ich wahrscheinlich auch in vielen Jahren auch mal wieder gehen, wenn ich nicht mehr lebe. Und ich versuche natürlich, den Menschen etwas zu geben. Das heißt, nicht Geld dorthin zu bringen und dann zu warten, was passiert, sondern den Menschen zur Selbsthilfe zu verhelfen. Und die wird gerne angenommen. Also es wird sehr viel mitgearbeitet. Und die Projekte, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, sind alle gut angenommen worden. Wir haben Farmprojekte gemacht, Schulen gebaut, ein Mädchenwohnheim gebaut, Pumpen, Bewässerungssysteme. Und wir brauchen jetzt noch zum Beispiel ganz dringend eine Trinkwasserversorgung, um die Krankheiten einzudämmen. Was mich noch interessieren würde, was darf man denn eigentlich als Königin von Alawanyo? Welche Rechte hat man? Was darf man, was andere nicht dürfen dort? Ich würde mal sagen, das maße ich mir nicht an, etwas tun zu dürfen, was andere nicht dürfen. Es gibt Dinge, die ich nicht darf. Es ist vielleicht umgekehrt, es gibt bestimmte Regeln, was man als Königin nicht tun sollte. Man soll sich nicht in der Öffentlichkeit echauffieren, man soll möglichst nicht herzhaft lachen, sondern verhalten lächeln. Man soll nicht laufen, sondern schreiten, man soll nicht barfuß gehen oder man darf nicht barfuß gehen, die Erde nicht berühren. Es gibt so verschiedene Verhaltensmaßregeln, was man nicht tun sollte und daran halte ich mich eigentlich auch. Und was hat Ihre Familie gesagt, als Sie Königin werden sollten, insbesondere Ihr Ehemann? War der nicht ein bisschen eifersüchtig nach dem Motto, wo eine Königin ist, da ist bestimmt auch ein König nicht weit?
Nein, überhaupt nicht. Das ist in Ghana nicht so. Es gibt nicht diese, in dem Sinne, wenn man Königin ist, ist nicht der Mann automatisch König und umgekehrt, sondern man wird gewählt. Das Amt besteht auf Lebenszeit und man wird eben eingesetzt sozusagen. Das hat nicht unmittelbar zur Folge, dass die Tochter Prinzessin ist oder der Mann Prinz oder König. Und insofern ist die Situation ein bisschen anders gewesen. Aber wir haben uns natürlich darüber besprochen. Und meine Tochter sowohl als auch mein Mann haben mir zugeraten, das Amt anzunehmen, nachdem ich wirklich lange gezögert hatte. Sie machen das ja jetzt schon seit vielen Jahren. Seit drei Jahren. Erst. Aber was diese Entwicklungshilfe Ihrer Art betrifft, ja schon ein paar Jährchen länger. Ich habe schon ein Projekt in Simbabwe gemacht, allerdings nicht mit so großem Erfolg wie in Ghana, weil die politische Situation in Simbabwe mir doch da auch einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das war ein großes Problem. Und ich musste dann 1998 aufgeben. Ja, Sie sprechen es an, diese unsichere Lage in Afrika. Das Land, dieser Kontinent ist eigentlich wirtschaftlich ziemlich am Ende. Überall Chaos, Bürgerkrieg, regelrechte Massenkriege, Bürgerkriege. Der Zuschauer, der normale Mensch, denkt sich, das ist ein verlorener Kontinent inzwischen, Afrika. Ich würde das nicht so sehen. Ich sehe es positiv. Ich stelle immer wieder fest, jedenfalls in bestimmten afrikanischen Ländern, dass die Bereitschaft zur Mitarbeit sehr groß ist, dass die Menschen inzwischen sehr viel an Bildungspotenzial gewonnen haben, auch mitarbeiten möchten. Und gerade Ghana ist dafür bekannt, dass das Land relativ fortschrittlich ist. Und ich kann nur natürlich jetzt von meinen Projekten sprechen. Wir haben keine halbfertigen angefangenen Projekte, die nicht weitergehen, sondern wir haben Menschen, die auch wirklich Interesse daran haben, dass der Fortschritt dorthin kommt. Und was motiviert Sie bei dieser ganzen Geschichte? Man fragt ja immer, wer sich so stark engagiert, was steckt dahinter? Eine christliche, eine politische Motivation? Die Menschen. Also die Freude, Menschen zu helfen. Wir machen ja auch Projekte für kranke Menschen, operieren kranke Kinder, helfen auch in Ghana Kindern ins Krankenhaus zu kommen, die eben die finanziellen Mittel nicht haben, operieren Tumore und solche Dinge. Und die Freude, den Menschen geholfen zu haben, das ist eigentlich die Hauptantriebsfeder. Cornelia von Wülfing, Mein Leben als Königin Ghana, so heißt das Buch, was sie geschrieben hat. Das ist eine spannende, unterhaltsame Geschichte. Ich habe es gelesen, kann ich jedem empfehlen. Ich gehe mal davon aus, dass Sie auch ein paar Euro vom Verkaufserlös in Ihre Projekte fließen. Also auch noch für eine gute Sache. Ja. Ihnen herzlichen Dank für Ihren Besuch im ZDF-Mittagsmagazin. Weiterhin alles Gute. Vielen Dank, dass ich hier bin.